ist so, es ist so... Monkey. Der Monk sagt, dass das H ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für diesen Vlog wird es vielleicht doch ein bisschen bunt. Die ein oder andere Maschinenwäsche steht auf dem Zettel. Nach der Aktion mit der Rübe muss noch getankt werden. Ich meine, das ist alles nicht relevant für euch, aber... Aber so sieht's aus. Hier hat sich natürlich nichts verändert. Wie soll es anders sein? Der Trecker, der muss ja noch getankt werden. Und da habe ich eben gerade erstmal mit meinem Quernachbarn gesprochen und da kann ich dann gleich erstmal hinfahren, erstmal tanken, dann sind wir da nämlich erstmal gerade vor. Und dann gucke ich mal, das Wetter ist heute, wir sehen es ja, königlich. Und da will ich mal gucken, dass ich das ein oder andere sauber kriege und dann, wenn es dunkel ist, geht es immer rein und dann müssen wir ein bisschen was in der Werkstatt machen. Das ein oder andere wollen wir ja vorantreiben. Also so. Ich habe nämlich am 8. noch so ein, zwei Kleinigkeiten zu machen. Die würde ich euch gerne zeigen. Und dann machen wir zum Abschluss des Videos ja noch. Wir wollen ja noch mal einmal sehen, wie viele Stunden haben unsere ganzen Trecker gemacht. Und was war noch? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch mit euch besabbeln am Ende des Jahres. Aber das fällt mir dann immer noch ein. Ne? Genau. Also so werden wir erstmal anfangen. Hier erstmal so ein bisschen Platz machen. Man sieht ja da, Fadi hat noch ein bisschen Holz geholt, jetzt zwischen den Tagen, das kann weggeräumt werden. Die Kiste kam ja, die habe ich da oben mit dem Lader rausgeholt, das war gar nicht so einfach. Er meinte auch, er bräuchte noch eine zweite Kiste, da müssen wir uns also auch noch mal drum kümmern. Da muss ich nur noch sehen, wo ich mit dem Leergut erstmal bleibe, das soll ja nun auch nicht irgendwo so im Nassen stehen, das muss irgendwie ins Trockene, also... Vielleicht schaffen wir es noch, die Mulcher wegzusortieren und dann kann man ja eine neue Kiste wegnehmen und da dann diese leere Kiste hinstellen. Ja, weil der Masterplan, wenn alles fertig ist, ist, dass da der Zylon Solo steht. Und wenn da der Zylon Solo steht, den kann man ja immer wegfahren und fertig. Man könnte den 600er jetzt auch wegfahren, aber du hast ja den Mulcher dran. Und ja, wenn du nur den Zylon da stehen hast, zack, zack, fährst ihn raus, grabbelst du einmal ein bisschen was an Holz, fährst ihn da wieder rein. Beziehungsweise mit dem Zylon würde er dann auch die Kiste zu sich nach Hause fahren. Mit dem... Er macht das so gerne mit dem Kramer-Tun, aber bessere Lösung ist rein theoretisch mit dem hier mit dem Zylon, weil, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht Wahrheit, das sind 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück. Aber für diese Sprints ist eigentlich dieser Radlader nicht gemacht. Der ist dafür gedacht, dass er irgendwo auf der Baustelle mal ein bisschen vor und zurück fährt und nicht, dass er hier schnü über die Straße fährt. Ne? Und du kannst auch, du kannst über die Kiste rüber gucken, aber rein theoretisch ist dein Licht verdeckt und so, wir wollen uns gar nicht über straßentechnische Dinge unterhalten. Deswegen ist das immer schöner mit dem anderen. Ne? Und selbst da wissen wir auch, rechtliche Grauzone, Frontlader unten, na, wo seid ihr da? Frontlader unten, auch verboten, ne? Muss hoch, so. Also von daher, müßig, sich drüber zu unterhalten. So, wir fangen mal an, wir räumen hier ein bisschen weg und dann Gewicht ab und dann fahren wir damit erstmal zum Tanken. Dann haben wir den 9er doch auch schon mal bewegt, das ist auch schön. Was sagte meine Frau, vor Silvester fährst du doch eh nicht mehr oder zwischen 30. und 31. fährst du doch eh nicht mehr? Ja, nee. Angestrebt ist das nicht. Thank you.
Wenn es von alleine hält, ist es perfekt austariert, ne? Muss man fairerweise sagen. Das hat der Fendtmann mit seinen Gewichtsklötzen nicht hingekriegt. Aber das war auch so ein bisschen mehr Zufall. Dran gedacht hatte ich so ein bisschen, aber es war mehr Zufall, dass es wirklich so gekommen ist. So, ich habe das alles mal so ein bisschen abgestellt. Die Gewichtsklötze stellen wir jetzt ab. Ich hätte ihn ja gerne da auf meinen Haufen gestellt. Für den Haufen habe ich schon Platz gefunden. Der soll auch noch weg jetzt, die Stangen da, damit das hier mal ein bisschen ordentlich wird. Was wollte ich sagen? Haufen ordentlich wird. Achso, weil wir ja. Die Aussage kam ja schon wieder ein, zweimal. Oh, hast du die Mulde verkauft? Oh, zeige ich euch die Mulde. Werden wir in diesem Video hoffentlich, wenn ich es schaffe, noch sehen. Ne? In Bewegung. In Bewegung, Leute. Ja, so, gucken wir mal. Feuchtigkeit am Dach und so hindern uns ja daran, solche Dinge zu tun. Jetzt ist erstmal Priorität A, dass wir die Maschinen sauber kriegen. Ne? Wir stellen das mal hier das Gewicht hin, dann sind wir das schon mal erstmal los. Endlich mal wieder Ladewagen am Bauen. Soll ich noch was sagen? Ich glaube, der Träger springt nicht an. Ist nicht genug, ne? Oh, verdammte Axt. Ja, nee, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hole mal was. Guck mal, Licht geht auch noch. Ja, vielleicht zieht er ein bisschen, vielleicht sind die Batterien nicht mehr so gut. Alles so ein bisschen, ne? So, bei diesem Trecker kommt man sehr gut ran. Es ist ja immer so, die Leute sagen immer, Zylon, was ein Blödsinn, ne? Nee, Leute, Zylon, da haben sich die Ingenieure wenigstens ein paar Sachen bei gedacht. Die mussten da mal ein bisschen nachdenken und konnten nicht immer so stumpf machen. Und da haben wir hier, Axel hat das auch extra mal aufgeschrieben, da sind 12 Volt. Da sind 24 Volt, ne? So, und da muss man an plus 12 Volt, muss man dann mit seinem Überbrücker ran. Ungefähr so. Und dann ist hier extra, habe Axel auch aufgeschrieben, 0 Volt. Ne? Muss man da ran. Besser wäre natürlich, wenn man jetzt 24 Volt hätte. Wenn man jetzt ein Gerät hätte mit 24 Volt, dann könnte man da rangehen, ne? Wir haben jetzt nur 12 Volt, wir unterstützen in dem Moment nur eine Batterie. Aber auch eine Batterie hat ja in dem Moment dann mehr Strom zur Verfügung. Ne? Sehr schön. Aber für Demonstrationen ist das trotzdem noch nicht so richtig was. Ne? Bis zum 8. müssen wir noch mal ein paar Batterien bestellen, glaube ich. Vielleicht ist das sicherer.
Mit den Zylon lässt sich echt gut rangieren, weil du hast ja immer irgendwie, du sitzt irgendwie angenehmer. Und er ist auch ein bisschen schmaler. Okay, mit den Reifen nicht, aber das ändert sich denn jetzt auch. Wir müssen jetzt hier immer diese Deckel aufmachen. Einmal von vorne bis hinten, einmal Schlagschrauber, einmal Deckel auf, damit wir da einmal rankommen, damit das dahinter auch sauber wird. Ne? Weil ich sage ja immer, waschen ist nicht waschen, wenn man nicht hinter die Ecken mal guckt. Ne? So, und dann ja, passt das eigentlich. Hier vorne ist ein bisschen Krams, den auch ein bisschen rausräumen. Abpusten brauchen wir nicht, da gibt es nichts abzupusten. Und dann kann er Wasser kriegen. Ne? Ach, wir schauen mal. Es ist ja von oben trocken, vielleicht ist da, wo wir waschen, auch trocken. Von daher, alles gut. Hier sieht man nämlich, kommt man an die Mimik ran, ne? Das ist die Umlenkrolle, angetrieben wird der Kratzbogen ja von hinten, es ist ja ein Endlosband, das ist jetzt natürlich auch entspannt hier, kein Druck drauf, ne? Und das hier sind die Rollen, auf denen das Band läuft, ne? Das ist unten noch so ein bisschen als Gegenrolle, aber ansonsten läuft das immer hier auf Rollen, wartungsfrei, sagen sie. Ich habe keinen Schmiedebel dran. Und hier ist das Problem. Da haben wir schon 100 Jahre vor, einen Gummilappen vorzumachen. Hier. Der Reifen schmeißt es hier und dann kommt es hier an. Ne? So. Das ist natürlich doof, aber wir sehen, es ist furztrocken. Und von daher ist das alles egal. Ne? Es ist bis unten hin furztrocken. Das hat dem Wagen nicht geschadet. Ne? Das ist also nicht so schlimm, dass wir spät dran sind, aber das ist nun mal so. Ne? Das Jahr war halt spät und dann. Sind wir halt auch spät, mein Gott. Aber er wird schon schön aussehen, wenn er sauber ist, ne? Da gibt es ja nichts. Na? Vorher? Achso, das war früher, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen. Das ist schon ein bisschen mehr. Hinten brauchst du gar nicht mehr anmachen. Wenn keine Maschinen drin stehen, ist ja auch noch wieder anders, ne? Und wir fegen jetzt hier ein bisschen, nämlich. Und dann kann ich morgen, muss ich mal gucken, wer Lust hat mit irgendjemandem, muss ich dann schaffen, dass wir die zwei Lampen hier weiter rüber setzen und dass wir zwei neue Lampen setzen. Ne? Jetzt müssen wir bei dem Rollbandwagen gleich, den fahren wir hier gleich rein und dann fahren wir ihn schön mittig rein und dann machen wir die Seitenbleche, die wir abgeschraubt haben, die müssen wir noch einmal mit der Hand ein bisschen sauber machen und die machen wir dann ran. Das können wir ja dann hier schön im Hellen machen, aber wir machen einmal kurz Fiegi, einmal den Staub raus und wenn der Staub raus ist, dann schieben wir den Wagen hier rein und dann können wir die Seitenbleche machen. Weil wenn hier links und rechts Licht ist, dann können wir ja locker arbeiten. Ne? Und dann schieben wir den da hinten in die Ecke. Und dann sind wir den ersten Wagen nämlich schon mal los. Jetzt kann man das aber so ein bisschen sehen. Wenn wir, also jetzt kommt man drüber. Kommen Sie mal her. Hast du was vergessen? Nö, wir haben nichts vergessen. Katharina hat die Bleche alles schön sauber gemacht. Ne? Und, aber man kann jetzt sehen mit dem Licht. Ne? Man muss sich da nichts vormachen. Hier ist schön. Und man sieht es auch auf der Kamera, wie es hier mit Marsch und Dunkel ist. Also das ist zu merken. Ne? Wir müssen zwei Strahler mehr machen. Das werden wir mal morgen ins Auge fassen. Katharina macht jetzt die Schrauben rein. Wir haben hier den Strahler, hätte ich mal gesagt, den kleinen süßen Schrauber und dann, da war immer eine Sicherungsscheibe und eine dicke Scheibe, ne? Mhm. Und dann fange ich schon mal an zu schmieren, ja, und das war eben das, was wir gesagt haben, wir machen schon mal ein bisschen Licht, damit wir hier drinnen was machen können und das ist total cool, ne? Jetzt können wir schön hier hell, drin. Ja. Denk ah. Mal, denk doch. Auf der Kamera sieht es, wie gesagt, schon nicht schlecht aus, aber wie gesagt, ja, man kann es, ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber im Endeffekt müssen tatsächlich von den Dinger sechs hier rein, damit man das so hat, damit man jetzt auch überall schön Licht hat. Ne?
sagen, gleich mal flitschi, flitschi. Achso, ja, dann Lappen. Denn nur wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, ein bisschen was steht schon drin, ne? Guck mal, das ist Platz genug. Wir können morgen noch immer locker diese Lampen installieren. Der Wagen steht ja gut dran, ne? Ja, haben wir gut hingekriegt, ne? Mit Gabelstapler und Co. kann man da natürlich viel machen. Und wenn dann hier mal frei sein sollte, dann kann man das auch so da reinschieben, ne? Dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Jetzt schieben wir noch den Träger mit Ladewagen rein. Das passt ja alles. Und dann, jo, dann ist auch genug Freude, ne? Dann haben wir eine Kiste nämlich schon mal sauber. Das ist schon mal richtig, richtig cool, ne? Und dann gucken wir mal, wie wir sonst alles Mögliche noch hier hinstopfen. Aber boah, wir kriegen das schon. Es ist so. Monki. Der Monk sagt, dass das H ist. Also, das Schild ist ja alles gut so, und aber wenn man jetzt das ausrichtet, nehmen wir nur mal an, man richtet das Nummernschild. Vorsicht mit Alter, hier wird der ganze Schuh. Man richtet das Nummernschild nach diesem hier aus, also nach dem Fanschriftzug, was man ja normalerweise machen würde. Das wäre ja gerade. So, dann. Rückmann, kannst du das Nummernschild mal einmal schieben? Wohin? Ja, dass das da mittig ist sozusagen jetzt. Mittig? Ja, und wir nehmen mal nur das so. Dann wäre das mittig, dann ist das parallel zu dem Fanschriftzug. Dann ist es da eigentlich so, ja, ich weiß es nicht. Es ist dann, haben wir hier, habe ich das nicht hingekriegt, 1,9. Habe ich das denn so? Habe ich so vergrößert gerade? So gegen. So, wenn das Nummernschild jetzt hier dran ist, genau. Dann ist es hier parallel und auf dieser Seite ist es schräg. So, jetzt ist es parallel zu dem Fanschriftzug, was ja auch nur sinnig ist. Alles andere ist ja irgendwie doof. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, das hier ist eine gerade Kante und ich nehme diese gerade Kante an, dann würde ich das so hier hinhalten. Ist ja alles schön und toll. Dann ist es mit dieser Kante abschließend. Ja, dann ist es aber hier schräge. Und dann ist das Maß hier oben nicht mehr parallel. Jetzt weißt du nicht, was du machen sollst. Jetzt hast du so ein Schild und weißt nicht, wie du es anbauen sollst, ohne dass es scheiße aussieht. Es ist schon... Ne? Dass hier noch Löcher sind, die kommen weg. Also ein Nummernschild gibt es ja neu. Das ist kein Problem, aber es muss ja erstmal in Ordnung. So, die Nummer, die sind gerade hier, die Löcher, das ist ja klar, weil auch unser Halter, der an den Auspuff gehört, der ist ja auch gerade. Ne? Der kommt ja nachher von hinten hier hinter und fixiert das Ganze dann am Auspuff. Das ist ja auch alles nicht so schlimm, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber... Kannst du das nicht abschneiden? Ich bin innerlich schon so weit und denke mir, vielleicht müssen wir da was abschneiden. Einfach mit der Flex, weil man kriegt es ja nicht gerade hin. Und das, also das sieht man wirklich. Ne? Und ich kann das Nummernschild nicht schief machen. Und das sind die kleinen Dinge des Lebens, die echte Probleme für uns. Echte Probleme. Ne? Wenn hier so eine Frontzapfel auseinanderfliegt, das ist alles einfach. Aber das hier, wenn so ein Schild nicht gerade ist, das sind die großen Probleme des Lebens. Kinder, passt auf, wenn ihr Schilder baut. So,
Ich überlege mir was, dann bohre ich und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das anbauen. So, Monkey ist besiegt. Ob es hält, werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Favorit, ne? Mit der Flex abgesägt und dann begradigt. Einfach, weil es besser ist, ne? Ja, ist einfach besser schöner. Wie vorher. Ja, ist einfach viel schöner. Aber mal gucken. Wir werden das mal ein paar Tage klappern lassen und dann gucken wir mal, ob das alles so ist. Beim 9er ist das alles ein bisschen stabiler, weil das dafür vorgesehen ist. Diese sind ja diese nachträglichen Halter, das funktioniert auch. Also das ist ja auch für diese Trecker schon vorgesehen. Von daher, aber der ganze Auspuff ist ja Nachbau sozusagen und Unikat. Und von daher lassen wir uns mal überraschen. Ist ja noch nicht gereinigt, aber hier in deinem Kennzeichen war es ja auch noch muffelig. Aber jetzt sieht es jedenfalls endlich nach einem Schnaggi-Träger aus. Ja, wir kommen da langsam hin. Mit Kennzeichenhalter und hier mit Hufeisen. Hier ist natürlich jetzt durch das Kennzeichenloch, aber da fragst du dich ja auch wieder, wie hat die Menschheit das geschafft, da zwei Löcher reinzubohren für so ein Kennzeichen? Ah, wenn man weiß, was so ein Grill kostet, ne, dann bohrt man da gar kein Loch rein. So. Also, haben wir gemacht, aber also nicht, wenn man das Kennzeichen, also nee. Nee, das macht man nicht. Aber egal, wir sind jetzt erstmal ganz weit vorne, Kennzeichen da oben, hier das Hufeisen, wir haben wieder mehr Lufteintrittsfläche, jetzt rechnen wir uns damit reich, wie viel Quadratmeter, Zentimeter, wir mehr Lufteintrittsfläche haben und dann passt es, ne? Aber es ist egal, wie viel Lufteintritt da ist oder nicht, es geht uns darum, dass es so aussieht wie bei allen und das ist unsere Art und Weise, wie wir es haben wollen. Und so haben wir es jetzt, ne? Ja, sieht so, sehr schön aus. Das haben wir fertig. Genug für heute. Morgen mehr. Hallo! Hallo! Gleiches Spiel, nur eine andere Baustelle, ne? Und andere Farbe. Andere Farbe? Ja. Achso, heute sind die Deckel rot, ne? Ja. Wir nehmen jetzt die Deckel ab. Der Wagen ist grob abgespült. Das ist er wohl schon. Und grob abgespült hat auch einen ganzen Tag gedauert, ne? Jetzt sehen wir hier mal. Ja, ihr könnt das nicht so sehen, aber für mich ist es dunkel. Ha, finden wir noch bei diesem Thema. Aber Fadi kommt morgen, morgen soll hier was passieren. Und dann nehmen wir diese Verkleidung noch ab, ne? Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht, wenn wir richtig Lust haben, warte, ist Schraube fest? Ja. Wenn wir richtig Lust haben, nehmen wir diese beiden auch noch ab. Weil die haben ja beide eine Beule hier zu sehen und hier zu sehen, dass wir die Deckel einmal abnehmen, dann können wir die mit in die Werkstatt nehmen und die Beulen rausmachen und dann werden die einmal neu lackiert, ne? Dann sind die auch wieder schick. Achso, diese Seite ist schon auf. So, jetzt könnt ihr sehen, weswegen. So sieht es da drinnen nämlich aus. Achso, wir müssen auch gleich die Heckklappe noch aufmachen und die beiden Deckel, die wir da rein operiert haben, die müssen auch raus. Ja. Dass wir so ein paar Komponenten abgeschraubt kriegen. Und wie gesagt, mit dem Deckel, aber es triggert mich so ein bisschen. Zugemacht habe ich es jetzt nicht, hier unten an so einem Magneten. Hier hinter ist das schon mal einigermaßen sauber, aber ja, ist ein Scharnier. Ja, es ist eine Schraube, ne? Aber es ist halt ärgerlich, weil das so gebeult ist. Und um das wieder rauszubeulen, müsste man den Deckel abnehmen. Ne? Das überlege ich mir noch, ob wir das schon diesen Winter machen oder nicht. Aber wie gesagt, Deckel ab. Hinten die Deckel ab. Und dann ja, hoffe ich, dass dann im Test Step 2 das alles sauber wird. Dann nochmal hier Bürste rüber. Ne? Und fertig. Von unten ist nämlich. Na, da ist überall noch Schmodder.
Das ist, sind viele, viele Kanten, ne? Wenn diese Fragen kommen. Heißwasserhochdruckreiniger? Dann ist das fertig, ne? Wasserschlauch abspülen, weil es gibt ja immer so Sachen, die fliegen von links nach rechts, dann kannst du mit dem Wasserschlauch mit der Spritzpistole einfach abspülen und dann Heißwasser, Tropfenspüli und eine Bürste und dann den ganzen Wagen einmal abdingsen. So, heute, ne, hier kann man sehen, Hochdruckreiniger, ist das noch stumpf, wenn man den sauber macht, dann ist es nicht mehr stumpf, ne? Und so ist es hier drüben auch erfolgt. Oh nein! Die ist mir außer Hand. Hier ist Glanz, ne? Nicht mehr. Also, das sieht noch stumpf aus, aber durch das Licht kommt hier richtig schön Glanz. Herrlich. So, dann fasse ich mal mit an, ne? Hier auf dieser Seite übrigens haben wir noch nicht aufgehabt. Aber hier sieht man auch, hier steht ein halber Zentimeter Dreck drin. Hier drüben befindet sich die Antriebswelle für die Dosierwalze, ne? Die fängt vorne an und geht dann bis nach hinten und treibt dann die Dosierwalzen an. Genau. Bauen wir auch aus, machen wir sauber. Bist du fleißig am Schrauben? Kann sich nur um Stunden. Warum schraubst du denn das Blech eigentlich ab da? Weil es bestimmt dahinter dreckig ist. Meinst du? Leicht. Wie war es denn auf der anderen Seite? Total sauber, vorzeigemäßig, deshalb schraube ich das hier auch ab. Es ist richtig abartig. Hast du das auch da gezeigt, was da reingefallen ist da? Ja, ja. Alter, es ist doch eklig. Ja, es ist nun mal leider so. Am Ende des Jahres werden die Toten gezählt. Und du sagst, hier ist nichts. Das guckt hier ja, schon. Ja, da ist auch noch hier, was. Guck das schon ja, ja, da ist auch was drin. Habe ich bei dem anderen hier. Auf dieser Seite habe ich es noch nicht. Ja. Nee, also muss ich noch rein. Es sind so Sachen. Was meinst du? Ich habe allein die Rungen, die, wo die Schrauben immer dran sind hier. Diese Schrauben. Rutt. Die ist das ein durchgehendes Ding. Da habe ich erstmal überall so lange, bis das sauber war. Weil da drinnen setzt sich der Dreck ab. Und dann, das siehst du ja nicht. Mutmaßlich würde man das auch ein Leben lang, könnte man damit leben, aber ich nicht. Das ist nun mal so. Und das gammelt vor sich und, hin. Genau, und deswegen, das ist ganz wichtig. Drinnen stehen ist natürlich oberwichtig mitunter. Aber jetzt muss man diese Bleche alle aufmachen, einmal im Jahr. Und dann muss man das sauber machen. Und dann ist das auch in Ordnung, ne? Das ist nun mal damit bei. So ein Ladewagen, den machst du nicht mal eben in 5 Minuten weg. So, wir machen das jetzt mal so. Dann musst du die Schrauben halten. Ich halte die Schrauben und die Kamera. Aha, das nennt man Arbeitsteilung, wa? Ja, voll gerecht, weil ich krieg diese Dingsbums nicht ab. Ja, das ich hab's schon versucht eben. Ja, der Mensch würde immer denken, so ein kleines Blech. Aber die Dinger haben es richtig in. Das ist ganz schön. Ich hätte mit dem wetten sollen, weil ich hatte recht. Ja. Es ist ja auch eklig. Du hast den Ladewagen dreckig gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Entweder habe ich ihn dreckig gemacht oder ich habe ihn benutzt. Beides. Ich habe ihn benutzt. Beides. Ja. Und jetzt kann man nämlich auch hier hinter sehen, viel ist auch von hier gekommen. Ne? Ich habe hier hinter, hier ist einer zum Beispiel, der ist nicht sauber. Ne? Da kommt das noch raus. Das ist auch ziemlich fest hier. Ich habe die alle schon durchgepustet hier, von hier da hinten rein. Aber Das kam vorne noch nicht so richtig raus, weil eben da, so da viel das drin ist. Weil da, ja, weil das Blech auch davor war und man kann da nicht, so wie jetzt eben, wenn da einer sich wehrt, die sind jetzt eigentlich, ach hier ist noch so einer, der sich wehrt. So, und dann musst du da einmal, da ist auch, weil da so ein Schraubenkopf ist, dann musst du da eben einmal rein und musst das mal sauber machen und dann wieder von hinten pusten und dann ist gut. Das ist so. So. Und da das ganze Ding ja nun schon nass war, brauchen wir uns nicht überlegen, dass wir erst alles auseinandernehmen und mit Druckluft machen, weil du hast eh keine Sonne, weil es ist eh schon alles nass. Ne? Und dann ist es leicht schwer durch die Feuchtigkeit. Auch das, was da über die Zeit, als es trocken war, hat sich das da ja aufgelagert, kein Problem. Aber durch diese ganze Feuchtigkeit, den ganzen nassen Scheiß, den wir gefahren haben, kommt da natürlich auch Feuchtigkeit hin. Und wir sind ja auch noch im Regen gefahren, kommt da auch Feuchtigkeit hin. Und dann sind diese Haufen, die eigentlich immer trocken sind, die sind dann immer leicht nass. Ne? Und die kriegst du mit Druckluft schlecht gepustet. Ne? Aber egal. Wir wissen es ja, wir machen es und dann ist das gut. Jetzt haben wir noch die beiden Bleche, haben wir gleich einen Eimer. Dann haben wir noch die letzte Aufgabe hinten. Die Bleche, die wir seinerzeit Klausi und ich verkehrt rum reingeschraubt haben, die müssen wieder raus, weil die müssen ja auch zum Saubermachen raus. Und dann müssen wir vorne noch eine Klappe abmachen und sind fertig. Puh.
Na, musst du noch was checken? Ja, ich check immer alles. Wir wollen mal einen kleinen Jahresabschluss machen bei unserem Bieratlas, ne? Mhm. Unser LED-Strahler macht so Flacker. Das ist ja unglaublich. Unser, der ist ja auch noch mit Akku. Dann macht der Flacker. Unglaublich. Auf jeden Fall haben wir ja, wann haben wir damit eigentlich angefangen? Haben wir gar nicht aufgeschrieben, ne? Nee. Aber ich glaube im Sommer irgendwann, ne? Können wir nachgucken. Wie nachgucken? Das kannst du nicht nachgucken. Auf jeden Fall, wir haben damit irgendwann angefangen und haben ja einen Bieratlas gemacht. Und zwar auf diesem Bieratlas halten wir ja alle Bierlieferungen, die es uns möglich sind, hier fest. Ne? Wir können hier sehen, es geht unten bis in die Schweiz rein. Österreich ist noch Grauzone derzeit. Wir hatten auch schon österreichisches Bier. Wir hatten auch schon mal was aus Tschechien, das weiß ich noch. Aber die waren leider irgendwie schon ausgetrunken. Ja, wir haben alles, was wir noch da hatten, Im Kühlschrank hatten wir noch nachgetragen. Genau, haben wir alles noch nachgetragen und gemacht und getan. Ne? Wir haben sogar die Niederlande dabei, Grenzgebiete. Ja, es gibt also ein bisschen was in Schleswig-Holstein natürlich, in Hamburg. MacPom ist auch einmal vertreten. Berlin ist noch nicht. Berlin, und da war hier auf der Kreuzfahrt, wie war es denn noch? Der Berliner Kumpel, den haben wir. Wo willst du? Haben wir uns. Auf der Kreuzfahrt haben wir ein Pärchen kennengelernt und dann, ja, wir schwebten so auf einer Wellenlänge und dann gab es immer den Berliner Kumpel. Also, wo wollen wir denn nochmal hin? Wir gehen nochmal zum Berliner Kumpel. Wer ist denn der Berliner Kumpel? Ja, das war der Berliner Zapfahren, also Berliner Kindl-Zapfahren. Genau. Genau, Berlin ist noch nichts, aber Brandenburg haben wir schon was. Ein kleines Fähnchen. Oh, ich habe ein Fähnchen vergessen. Na? Ja, hier. Gib mir nochmal ein Fähnchen. Ach so, ja. In Sachsen. Wir haben ja neulich die Fähnchen zugeschickt bekommen und die haben wir jetzt, die Nadeln gegen die Fähnchen ausgetauscht, weil es ein bisschen angenehmer ist. Man, ne, kann es besser sehen. Man kann es dann ein bisschen besser sehen. Und genau, was wir noch zeigen können, also hier oben wohnen wir übrigens, ne, um das mal festzuhalten. Hier oben in Schleswig-Holstein das blaue Fähnchen, das sind wir. Ja, wie gesagt, Brandenburg gibt es einen Treffer. Sachsen. Sachsen-Anhalt ist noch leer. Sachsen ein Treffer. Und dann hierüber so ein bisschen mehr. Es gibt natürlich Mehrfachnennungen. Ich weiß nicht, wie viel Kölsch wir schon hatten und so. Aber auch Nordrhein-Westfalen vertreten, Rheinland-Pfalz vertreten. Im Saarland haben wir was. Frankreich ist leer, ist klar. Baden-Württemberg ist noch ein ganz bisschen. Bayern hat gerade richtig aufgeholt. Genau, dann kam ja diese Bierlieferung mit den 18 Flaschen. Da hat Bayern natürlich richtig aufgeholt. Aber wir haben auch ein bisschen was in Thüringen stehen, in Hessen und natürlich auch Stadt, Bundesland Bremen. Da haben wir auch ein bisschen was. Also, richtig, richtig cool, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Fähnchen. Ich glaube, das ist ganz schön. War auch mal die Ansage, oh, müsste man den Kronkorken nehmen. Ja, aber wenn du hier jetzt 4 Kronkorken oder 5 Kronkorken auf einen Haufen bringst, dann ist das auch doof, ne? Das hätte irgendwie Art, aber ach Gott, was will man alles, ne? Generell ist das schon cool. Ich muss noch mal gucken, die Challenge ist eröffnet. Und zwar abgeguckt hatten wir uns das ja bei Andis Funktionspunk. Andis Funktionspunk übrigens, der sitzt hier oben an der Schlei. Da oben. Ich weiß gar nicht genau wo. Und die wollen das auch machen, aber die haben das irgendwie nicht gebacken gekriegt. Und hier, weil die das nicht weiter gebacken gekriegt haben, habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, wenn wir das machen. Weil ihr uns so toll mit Bier versorgt und deswegen richtig cool. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für die ganzen Einsendungen. Ne? So, jetzt sehen wir uns vom Trecker wieder. Jetzt haben wir noch einen anderen Saisonabschluss zu machen. Wir ziehen mal einen Strich drunter, was unsere Maschinen so an Stunden gemacht haben. Das kommt aus dem Kühlschrank, ist kalt. Fällt nicht. Aber es kommt aus Uslar. Aus Uslar. Ein Bergbräu. Ja. So, ihr Lieben. Das ein oder andere kleine Ding werden wir noch irgendwie machen. Aber das ist erstmal nichts zu filmen. Während ihr dieses Video hier seht, sind wir auch unterwegs. Gucken uns tatsächlich schon mal so einen Trecker an, ne? Nützt ja auch alles nichts. Ob wir da was filmen, weiß ich nicht. Das ist immer, ja, ist immer so eine Sache, ne? Bei so einem Händler ist das vielleicht ein bisschen einfacher als bei so einem Privatmann, was ja in dem Sinne auch kein Privatmann ist. Aber das erfragen wir, ob wir filmen oder nicht. Ist ja auch alles nicht wild. Sicherlich interessiert das auch ganz viele.
wie man sich so einen Trecker anguckt und macht und tut, aber ja, müssen wir mal gucken. Das Problem ist eben, dass du nicht, wenn du jetzt bei jemandem hinkommst und guckst dir den Trecker an, ich sag jetzt mal übertrieben, du findest irgendwas Doofes und der andere wusste das nicht oder macht das denn auch, also du kaufst ihn denn nicht und der nächste, der das kaufen hat, aber vielleicht das Video gesehen und sagt, oh, das ist aber das und das Scheiße, dann ist das ja auch irgendwie doof, ne? Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man mal, wenn wir so einen Trecker geguckt haben, können wir, oder wenn wir so einen Trecker kaufen sollten irgendwann mal, wenn der denn da ist, könnte man das ja mal nachspielen, so übertrieben, sag ich jetzt einfach mal, ne? Weil, oder wir nehmen einfach mal einen von unseren Treckern, ne? Aber das Problem ist eben, man kann einfach nicht irgendwo, mit Filmen ist immer schwierig, so. Das war das eine, was ich erzählen wollte. Das andere habt ihr gesehen, Bieratlas, richtig cool, vielen, vielen lieben Dank. Dann, für alle, die sonst immer aufs Geschenke auspacken warten, das Geschenk ist jetzt hier. Oh ja, das ist hier. Es gibt Kekse, die leider nicht glutenfrei sind, ist aber auch nicht so schlimm, weil... Gib her. Der Likör ist nämlich gluten- und laktosefrei, wurde extra von Christine und Timo geschrieben. Die haben nämlich noch Mandellikör uns vorbeigebracht. Moin Schnackis, vielen Dank für die tollen Videos und frohe Weihnachten. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr. Bleibt so toll, wie ihr seid, Christine und Timo. Ihr wart so schnell wieder weg. So schnell kam ich nicht von meinem Merch-Raum runter. Da war das schon wieder abgezwitschert. Ich habe am PC gesessen und gewartet, dass was klingelt. Aber es hat nichts geklingelt. Was soll ich sagen? Es kam nichts. Aber wir wollen es mal probieren, weil erstmal sieht diese Flasche toll aus und das... Oh, ja. Aber... Oh. Ich habe es gerade so doll geschüttelt. Es kam es gar nicht und dann auf mal. Du bist so schade. Ich hab nur gedacht. Das ist so ein bisschen wie bei Ketchup. Hier, schreibt mal die Kommentare. Wer hat schon mal bei Ketchup da oben drauf gefloppt und es kam nichts und irgendwann kam die Flut? Was ist da denn? Halbe Kraft? Es gab hier einen Unfall. An diesem Wackeltisch. Da müsst ihr jetzt hart durch. Ich trinke schon mal einen Schluck. Ab. Oh, das ist aber lecker. Ist ja glutenfrei. Da müssen wir gleich die Flasche leer machen. Halt! Die trinken wir aus. Ha! Leer. So. Eine schöne Flasche, wo auf frohe Weihnachten draufsteht, steht auch extra gebrannte Mandellikör. Ja. Auf den Schock. Vielen, vielen lieben Dank. Trinken wir erstmal ein. Stößchen. Prost. Ja. So. Ich finde die lecker. genau. Vielen, vielen lieben Dank, ihr zwei. Genau, vielen Dank für das tolle Geschenk. Wir verhaften das hier gleich. ja, und dann neigt sich das Jahr dem Ende. Ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Wobei dieses Jahr ziemlich viele Tiefen hatte, ne? Irgendwie generell war es für uns war alles gut, aber in der Landwirtschaft war es natürlich irgendwie doof, ne? Es fing eigentlich ganz euphorisch an. Jeder dachte, oh, das wird aber eine Ernte. Oh Gott, wird das gut. Und oh Gott, ist das schön. Und ach, ist das alles toll. Und dann bucht das Wetter mit mal ab und wir kriegen Dürre. Und das in weiten Teilen Deutschlands. Und da war das alles nicht mehr so, ne? Da war das nicht mehr so, dass die Bestände so waren, wie sie waren. Und alles fing an, sich zu ändern. Und die Erträge waren dann eben auch nicht so, wie man sich das hätte wünschen wollen. Aber man muss immer das Beste daraus machen. Und für uns in dem Moment zum Beispiel der zweite Schnitt fiel im Grunde genommen ins Wasser, was Häckseln anging. Und wir haben relativ viel Ladewagen gefahren. Das einen freut, ist das anderen leid, oder das andere leid, ist das anderen das ein Leid, ist das anderen freut, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, war für uns natürlich ein bisschen zum Vorteil, aber ja, reich wird dadurch auch keiner, ne? So, und es geht im Endeffekt darum, dass dem Landwirt die Arbeit, oder dass für den Landwirt die Arbeit erledigt wird, und auf welchem Weg das passiert, ja, das entscheidet eben, wie oft das Wetter, ne? Genau, aber nichtsdestotrotz, naja, und nach dieser ganzen Dürre kam ja auf einmal der Regen und dann... Genau, und jetzt im Moment ist dann seitdem eben, seit der Dürre und dem
ja, Spätherbst will ich es mal nennen, kam dann der Regen und der hörte einfach nicht auf, ne? So, und somit ist das hinten raus eben auch irgendwie ein... Wo das Getreide ausgewachsen ist. Ein nicht so zufriedenstellendes Jahr, ne? So, und dann zu guter Letzt unser Schicksalsschlag, auch nicht schön, aber wir können es in dem Moment auch nicht ändern und machen das Beste draus, ne? Genau. Die bleibt trotzdem bei unserem Herzen. Auf jeden Fall. Unvergessen, so viele Dokumentationen über einen Hund hatten wir noch nie. Nee. Also von daher passt das alles. In dem Jahr ist natürlich auch was passiert. Es ist, geht so eigentlich, ne? Wir haben unseren Baggeranhänger abgeholt. Wir haben also einen neuen Baggeranhänger gekauft. Traumhaft. Für den Radlader. Wir haben einen kleinen Radlader gekauft. Ne, das war die Vorbereitung. Der Anhänger war noch billig. Deswegen haben wir den auch schnell gekauft. Dann musste der halt ein bisschen warten und irgendwann kam halt der richtige Radlader über den Hof gefahren oder über den Weg. Fadi hätte gerne noch einen zweiten. Aber gut. Diese Wünsche können wir, glaube ich, nicht so erfüllen. Aber passt es schon. Und ja, es sind so ein paar ja, was ist denn überhaupt passiert? So, also wir haben halt viel gemacht. Achso, wir können wir ja ganz klar sagen. Wir haben ja, fällt mir jetzt erst ein, also wir haben ja den großen Schritt der Lenksysteme gemacht und haben das erste Lenksystem verbaut. Das Ganze werden wir noch weitermachen. Da gilt ein Dank an FJ Dynamics für die tolle Zusammenarbeit. Wir haben den Ladewagen getauscht. Nee, das war letztes Jahr. Das war, ja, stimmt, ist schon Weihnacht. Letztes Jahr. Alles gut. Ja. Das war letztes Jahr. Haben wir den Träger gekauft? Nö, wir haben nichts gemacht. Was, alles gut. Was für ein schreckliches Jahr. Nein, nö, alles gut. Wir hatten ja, wir haben viele, viele Kleinigkeiten organisiert und die sind ja dann doch nicht so klein. Ne? Hier nochmal ein Schwenklöffel für den Bagger und da nochmal dies und da nochmal das. Das darf fürs Häuschen. Unser, hier unsere Garage, hier unser Carport. Genau, Carport war da vorangetrieben und. Die Baustelle ist auch noch nicht ganz fertig, aber. Ja, sie wird langsam. Und so sind doch die ein oder anderen Sachen passiert. Und guck mal, Fahrräder, wir sind ein bisschen Fahrrad gefahren. Haben wir auch nicht mehr richtig fahren können. Wollten wir noch, auch nicht geschafft. Egal, auf jeden Fall, das hat alles gut funktioniert. Achso, ich bin das erste Mal leider allein in dem Moment zu Creator Days gewesen. In dem Moment bei Amazone. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung, das war auch schön. Vor allen Dingen auch mal andere Creator zu treffen, war schön. Und dann eben Agritechnica, bei uns vielleicht nicht so ausgeschmückt wie bei anderen, aber ich mach das nicht so ausschlachten. Ich weiß nicht, ich kann mich dafür nicht begeistern, darüber zu laufen und irgendwie Geschichten zu erzählen, die ich gar nicht richtig weiß und irgendwelche Interviews zu machen, das ist alles nicht so unser Ding. Ach, ich fand es eigentlich so, wie wir es so gemacht haben. So wie wir es gemacht haben, glaube ich, war es bunt und, glaube ich, ganz gut. Und das eine oder andere, was vielleicht aus der Agritechnica resultiert, das sehen wir dann in Zukunft. Ob Fendt uns jetzt ein 620 hinstellt oder nicht. Naja, Träume soll man immer noch haben. Aber, nee, auf jeden Fall, das war echt ganz cool. Und dann ist das ja auch ruckzuck wieder zu Ende. Ne? Mhm. Wir sind mitten in der Waschperiode, um das alles mal ein bisschen sauber zu kriegen. Und dann schauen wir mal, ja, was das nächste Jahr so für uns bereithält. Ne? Genau. Spannende Sache. Hoffen wir. Was wollte ich sagen? Achso, die Stunden. Ich bin einmal rumgelaufen zum Jahresende, einmal die Schlepper abgelaufen. Ich habe jeweils immer aufgeschrieben, welches Fahrzeug das ist, wie viele Stunden es gerade hat und wie viele Stunden es in dem entsprechenden Jahr gemacht hat. Schreibst du das dann auch in die Videobeschreibung rein? Ja, kann ich schon in dieses Video machen. Genau, die Zahlen kann ich schon in dieses Video schreiben, aber ich schreibe nur die aktuelle Stundenzahl, die er jetzt hat, rein. Okay. Weil dann kann man ja immer noch zurückrechnen, wenn man das wissen will, nimmt man sich die Videobeschreibung vom Jahr davor und dann kann man das ja ausrechnen, wie viel man da hat. Genau. Wir fangen an mit dem 926. Alles klar. Hat jetzt 11.635 Stunden. Okay. Das heißt, 404 Stunden hat er gewirkt. Okay, 404 Stunden hat er sich bewegt, finde ich. Wir dürfen es ja immer nicht vergessen. Ich kann es ja gerne nochmal erzählen. All das, was wir, alles, was ihr seht, alles, was wir machen,
Das ist alles unsere Freizeit. Wir haben unseren Job, ganz normal, wie jeder andere auch. Und all das, was ihr seht, ist unsere Freizeit. Und Urlaubszeit. Urlaubszeit, Überstunden abbummeln und. Und diese Stunden nutzen wir, um ein Lohnunternehmen zu betreiben und um diese Videos für euch zu machen. Ne? Und von daher glaube ich, für ein bisschen nebenbei, und wir dürfen nicht vergessen, zu dem, was kommt, erzähle ich nachher nochmal, kommt da ja noch ein bisschen was dazu. Ne? Auf jeden Fall in diesem Moment. Das sind ja auch nur die Stunden auf unseren eigenen Treckern. Das sind nur die Stunden auf den eigenen Treckern, ganz genau. Deswegen sage ich, es geht ja noch weiter. Auf jeden Fall, 404 Stunden hat der große Schlepper sich dieses Jahr bewegt. Kommt noch immer die Aussage, ach, da waren die ja mit zum Trecker-Treck. Ja, sicher, waren wir damit auch zum Trecker-Treck. Aber der Trecker, der hat sich ja trotzdem bewegt und wir haben da drauf gesessen, ne? Der 818 hat 10.872 Stunden. Ja. Und hat 175 Stunden gemacht in 2023. Genau. Der 614. Der 614, der hat richtig hart gearbeitet. Der 614 hat 10.064 Stunden und hat eine Stunde gemacht. Genau. Hin und her fahren. Genau, eine Stunde, bis sich die Maschine bewegt und sich selber. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, dass wir das Projekt auch vorantreiben in 24, immer Stück für Stück. Das ist so eine Baustelle, die ist halt langwierig. Ne? Der Zylon hat 13.902 Stunden und hat dieses Jahr 75 Stunden gemacht. Okay, 75 Stunden. Der 106er hat 10.100 Stunden und hat sogar 83 Stunden gemacht. Sehr gut. Der Linde Gabelinski hat 8.617 Stunden und hat 29 Stunden gemacht. Für ihn war schon viel. Ja, es ist, was heißt, also der Gabelstapler wird ja viel bewegt und er macht ja auch viel, aber das Entscheidende ist, ich habe mir angewöhnt, weil natürlich auch die Batterie nicht die neueste ist, wenn du jetzt von dem Gabelstapler runterspringst, weil du meinetwegen Anhänger ankuppelst, dann drück ich, es ist ja auch kein Schlüssel, ich habe da einen Kippschalter eingebaut, ne? Ja, ein aus. Und dann drück ich aus und dann geht natürlich auch der Stundenzähler aus, ne? Deswegen sind die Stunden natürlich nicht so viel, wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Trecker, der vielleicht, wenn du eine Maschine anbaust, in dem Moment dann steht oder so und die Stunden laufen weiter, ist das wenig. Ich glaube, wenn man den durchgängig laufen lassen würde, wäre das bestimmt das Doppelte. Also 60 Stunden macht er bestimmt. Es geht ja auch immer nur darum, einen Anhänger von A nach B zu fahren, irgendwas anzuheben. In diesem Video habt ihr gesehen, den Rollbandwagen mal ein Stück beiseite. Ja, dann holst du den rüber, machst das. Was hast du dann gemacht? 10 Minuten? Keine 10 Minuten hat das gedauert. Nein, das hat nicht. Deswegen, viele Stunden kommen nicht zusammen, aber die Häufigkeit, ne? Du müsstest deine Strichliste machen, wie oft du das Ding benutzt hast. Und dann wird es interessant. Ja, dann ist es der am meisten. Obwohl, seitdem der Kramer da ist. Der Kramer löst ihn ganz gut ab. Ne? Kramer habe ich auch aufgeschrieben für die Zukunft. Der hat jetzt 651 Stunden. Genau, 651 Stunden hat der Kramer. Ne? Insgesamt gemachte Stunden? 767 Stunden. 767 Stunden über alle Maschinen. Jetzt könnte ich ganz sagen, ziehen wir nochmal die 106er Stunden ab, dann haben wir 700 Stunden auf den Schleppern verbracht und es gibt einige Vollerwerbslandwirte, die machen keine 700 Stunden auf ihren Schleppern, weil sie es einfach gar nicht brauchen. Ne? Also finde ich 700 Stunden für nebenbei mit den eigenen Maschinen schon ganz gut. Wenn wir dann überlegen, was bei unseren Nachbarn, habe ich bestimmt schwer zu schätzen immer so, also ich weiß ja, wie viele Stunden ich da gemacht habe, aber ich weiß ja, das sind ja immer nur Stunden, dann sehe ich ja die Schlepperstunde ja nicht. Aber das werden so um und bei 200 bis 300 Stunden sein, die ich da auf dem Träger gesessen habe. Und dann kommen ja noch die Stunden dazu. Und dann kommen noch die Stunden, wenn ich zum Agrarservice rüberfahre und da nochmal ein bisschen Mais mit abfahre oder so ein Steyr mal fahre oder so ein John Deere mal fahre. Und da kannst du auch ganz schnell hinrechnen, bist du auch bei 100 Stunden, ne? So, und dann kommst du irgendwo im Endeffekt Richtung 1000 Stunden, ne? Irgendwo zwischen 900 und 1000 Stunden wird die Wahrheit liegen, die man auf dem Trecker gesessen hat, ne? Und das ist ja nicht mal die Zeit, die man eben für alles gebraucht hat, weil auf dem Trecker sitzen ist nicht alles, das Ganze drumherum, ne? So wie jetzt waschen oder mal abschmieren oder was auch immer. Vorbereiten, nachbereiten. Vorbereiten, anbauen, abbauen, hinbauen, herbauen. Mhm. Kostet alles Zeit, ne? Also da geht ordentlich Zeit ins Land, da soll man sich mal nicht wundern. Aber so, für nebenbei ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Sehr schön, dann haben wir das auch aufgedröselt. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jo. Das ist eine gefährliche Flasche. Ich möchte nur wenig. Ich habe jetzt schon einen Tee. Oh, Tee ist gut. Auf jeden Fall haben wir das auch. Das haben wir auch.
eigentlich fällt mir in dem Moment nichts mehr ein. Mir fällt noch ein, vielen, vielen Dank. Ne? Mhm. Vielen. Wenn wir euch nicht hätten, würden wir das Ganze hier nicht so machen. Das kommt einfach mit dazu. Genau. Auch, was ich immer gerne höre oder schon gerne gehört habe, bei Biopeders, er sagt immer so gerne, wenn er irgendwo ist und irgendwas macht, von irgendeiner Firma eingeladen wird oder so. Vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns das ermöglicht. Ne? Weil wenn nicht so viele Leute das gucken würden, würde sich auch keine Socke für uns interessieren. Und man würde vielleicht das eine oder andere nicht so erleben dürfen. Ne? Auch dafür vielen, naja, vielen Dank. Und man würde das nicht so wie jetzt alles filmen, was wir so machen. Weil wenn es keiner guckt, bringt es keinen Spaß. Nee, da bringt es keinen Spaß. Ne? Und dann ist es sehr viel, 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 viel Arbeit für 3, 4, 5, 6 Leute, die es vielleicht gucken. Oder vielleicht 100 Leute oder so. Und ja, deshalb, ja, wenn wir euch nicht hätten, würden wir das alles hier nicht so machen. Hätten auch nicht die Möglichkeit, irgendwie mal so durch die Gegend zu fahren. So zu Amazone zum Beispiel, würden wir vielleicht weniger Sachen auch so. Also klar, Trecker-Track würden wir ja weitermachen und andere Sachen auch. Aber ich glaube, viele Sachen würden wir gar nicht so machen, wie wir es jetzt machen, durch die Gegend fahren. Nee, ich glaube, ich würde es smoother sein. Die Taktzahl wäre ein bisschen ruhiger, aber... Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr das immer alle guckt, kommentiert, uns so nette Nachrichten schreibt, Pakete schickt, vorbeikommt. Also es ist einfach toll. Es bringt einfach uns viel, viel Spaß. Und es ist schön, dass es euch viel Spaß bringt, das so zu gucken, genau, dass ihr viel lernt. Axel ist einfach, was das angeht, wirklich echt cool. Das hat er mir sonst immer nur alleine erzählt, weil ich doof nachgefragt habe und das wissen wollte. Es ist schön, dass es jetzt viele, viele andere auch sehen können und halt viel lernen dadurch, muss ich sagen. Also das finde ich schon echt mega klasse, dass er das so kann und macht und auch noch so viel Spaß dabei hat. Genau, das ist das Entscheidende. Du musst da Spaß bei haben und ich habe da Spaß dran. Ich weiß auch längst nicht alles. Ne? Das Schwarmwissen da draußen, also ihr weiß viel, viel mehr als ich. Aber ihr erzählt das ja nicht. So, und ich bin eben der Punkt, der das erzählt. Und ich glaube, es ist sehr ansehnlich und abwechslungsreich. Und das Wissen, was ich habe, vermittle ich gerne. Und wenn jemand daraus, und ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, für sich was ziehen kann und für sich persönlich daraus eine Hilfe hat oder was auch immer, dann freut es mich natürlich umso mehr. Ne? Oder wenn du Bilder kriegst aus irgendwelchen Berufsschulklassen, wo gerade vorne dein Video läuft, da, dann, ja, dann hast du es doch geschafft, dann ist doch alles in Ordnung, dann ist doch jedem geholfen. Und das ist doch das Wichtige. Ne? Sag mal, das ist ja nicht... das ist ja nicht verkehrt, irgendwo zu gucken oder sich das abzugucken. Man sollte manchmal ein bisschen Respekt dem gegenüber zollen, wo man sich das geklaut hat, in Anführungsstrichen, weil der ja das Ganze mal erdacht hat. Aber das ist ja nicht verkehrt. Man klaut mit den Augen, das ist so. Und das ist in so einem Video so und so soll das auch sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, das Problem ist, ich habe jetzt geguckt, also wenn wir uns jetzt einen Trecker angucken, ich dachte ja, irgendwann haben sie alle weiße Dächer. Die Trecker, die wir uns angucken, die haben alle keine gemalten Dächer. Was ist da los? Aber es sind viele. Nein, es sind wirklich viele, die ein weißes Dach haben. Es ist auf dem Trecker-Track nicht mehr so einfach wie früher, wo ich immer gesagt habe, oh, mein Mann kommt, weil da sind viele Lampen dran und die Dächer, das Dach weiß. Jetzt muss ich schon genau gucken, weil viele, viele das auch so haben. Genau. Und auch ihre Lampen überall verbessert haben. Also ich habe es nicht mehr so einfach so zu gucken. Genau. Aber es ist ja auch schön und ich finde es auch persönlich total toll, dass viele Leute sich vielleicht, die sich das früher nicht getraut haben, sich an so Projekte rantrauen, Sachen machen, weil sie sagen, ah cool, das ist ja gar nicht so schwierig, wir probieren das einfach auch aus. Axel hat das mal gezeigt und gucken sich die Videos an als Anleitung, finde ich mega cool, habe ich auch mal gemacht. Ich weiß, das hatten wir noch nicht gefilmt, ne? Das war noch nicht zu der Zeit, wo ich da die Brems... Nee. Linksfunks gemacht hatte. Nö. Mit dem. Da hatte Axel mich ein Video für mich rausgesucht und sagte, hier, dass, wenn die das kann, dann kannst du das auch. Er hat alles dafür geholt und dann habe ich die Bremssättel vom alten Audi zum Beispiel. Genau. Haben wir ausgebaut, dann habe ich das alles mit der Sandstrahlkabine sauber gemacht, habe das alles lackiert, fertig gemacht, haben wir das zusammen wieder eingebaut. Er hat mir natürlich geholfen dabei mit Ein- und Ausbauen, aber das andere habe ich eigentlich soweit alles gemacht. War natürlich total cool und für mich ein cooles Erlebnis, deshalb weiß ich, wie das bei euch ist, wenn ihr was nachmacht. Ja. Ich find's mega. Es ist halt, YouTube ist die zweitgrößte Suchplattform der Welt, ne? Muss man ganz klar so sagen und von daher
leisten wir vielleicht einen gewissen Beitrag und freuen uns, dass ihr das so feiert und sagen halt vielen, vielen Dank für die zahlreichen Klicks und Cookies und Däumchen und Kommentare und alles. Ne? Und dann hoffen wir, wir starten fröhlich, frisch, fromm, fröhlich, frei in ein neues 2024, also in ein neues Jahr, in dem Moment 2024 und hoffen, dass ihr uns weiter so treu zuschaut und begleitet in ganz vielen Sachen. Genau, und begleitet und dass wir weiterhin so schöne Begegnungen mit euch haben und ja, dass wir auch so wie 23 schwierig, aber 24 auch so durchs Jahr kommen, ohne größere Verluste. Und dann, ja, glaube ich, sollte es ganz ordentlich werden. Ich weiß nicht, ob wir noch was vergessen haben. Wenn wir was vergessen haben sollten, ist es auch nicht schlimm, weil... Wir sehen uns wieder. Die Sache ist hier und der Haken ist der, es ist jetzt Samstag und auf dem Mittwoch kommt das nächste Video und dann haken wir den Punkt wieder ab. Es geht hier nichts verloren. Es gehen hier keine Maschinen verloren und nichts. Es wird immer alles haarkleinlich gezeigt. Also von daher... Egal, was neu kommt oder geht. Genau, wenn was kommt oder geht, dann seht ihr das. Ne? Es nützt nichts. Es ist ja Freizeit und sonst hätten wir nichts zu filmen. Es ist einfach so. Gut, ihr Lieben, dann bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Genau. Vorsichtig bitte. Nicht zu doll ballern oder sonst irgendwie. Genau. Wenn ihr ballern müsst. Wenn ihr ballern müsst, knüppelt euch nicht die Finger weg oder so. Zündet das Scheiß an und lauft weg und alles ist gut. Oder so wie wir. Einfach nicht knallen. Guckt einfach, so wie wir oben, geht auf den Berg und guckt einfach, was die anderen machen. Ist auch ganz cool und spart eine Menge Geld. Ja. Ne? Uns hat es auch so Spaß gemacht. Ist so. Und wenn ihr denn knallen wollt, dann macht ihr das danach. So. Mit diesen Worten wünschen wir euch einen guten Rutsch und einen schönen Start in 2024. Prost! Prost.